Die Ruine von Burg Peinstein liegt jenseits. Also, da drüben auf Fantastisch, Baby. Ich spüre die Präsenz des Dragonlords. Sein Grab ist irgendwo unter diesen Ruinen. Findet ihn, meine treuen Skelette. Halt, halt, halt. Ich dachte, wir hätten den Dragonlord schon besiegt. Das ist dafür, dass ich dich anschauen musste. Von mir Fleischsack. Eine weitere Seele geerntet. Fleischsack, du. Meine unbegrenzte Macht in deiner Hand. Du Feuer. Ich glaube, das war jetzt ein interessanter Spruch gewesen, wahrscheinlich von dem Schädel. Ich sterbe, wie ich gelebt habe. Tod. Schaut, haben wir reingekommen? Gebraucht. Okay. Junge, Zipfel schießt er noch da. Held! Schon wirst du zu uns gehören. Hör auf, mich zu rufen! Ja. Gott, bist du nervig. Burg Peinstein ist eine bröselige alte Ruine. Niemand schreitet mehr durch ihre Halle. Zumindest niemand lebendiges. Aber nebenbei ein wenig schauen, da ist noch nichts zusammen. Ich würde sterben. Naja, wenn sie Spaß am Sterben haben. Sterben, die soll man nicht aufhalten, oder wie war der Spruch? Aber die Grafik taugt mir. Ja, schon. Also. Wenn man mehr als eine Schusswaffe hat, kann man wechseln. So bleibt es bekannt. Wie Currywurst. Also, Tina, darf ich nach dieser Quest der Bunkermaster sein? Ich habe eine Idee für eine Kampagne. Es geht um Orks und ums Küssen. Nochmals nein. Tina spielt nicht mehr, klar? Aber keine Sorge, ich habe noch megatonnenweise Quests und Nebenquests im Petto. Irgendeine Seiten. Kohlen im Feuer, Mäntel am Haken, Wein für die Gäste. Schenkt ein mit den Armen. Schwingt eure strammen Waden für den Rest des Gedichts einfach in die Taverne von Prachthof. In der Bonner Farbe. Hm. Mal schauen. Wo das wieder ist. Ach, du bist schon in der Burg drin, okay. Aber jetzt ein Maschinengewehr. Aha. Sehr Fantasy-like. Zwei Stück sogar, möchtest du eins haben? Nein. Mir gefällt mein Bogen. Aber ich weiß nicht, ob du das auch aufsammeln kannst, was da drin war. Oder ob du das automatisch hast. Da war eine Seite und ein Blut. Nein, hab ich nichts gerückt. Hast du es vielleicht automatisch mitgekriegt? Ich glaube, das ist doch 1 zu 1 von Borderlands übernommen, oder? Da das Reiseportal, oder was war das? Stimmt. Im Design her. Ja, so ähnlich. Ist doch schlecht. Du ist schlecht. Ja. Und der Blaue, nimm mal keine Gegenstände, nicht. Was ist denn das? Ah, der dekadente Mensch. Ich bin ein sprechendes. Ich hab den Bogen raus. Sehr gut. Mehr Sense, Mutter. Auf dieser Welt ist kein Platz für Schwäche. Woher hast du überhaupt diesen Zauber? Hä? Ja. Ja, dein Schädel gefällt mir schon, oder? Warum rufst du mich? Okay, Bananen auf den Senkel.
Was jetzt, hast du den nicht? Na. Im Kopf. Wenn du auf F drückst, also Fenster F. Du rufst mich echt herbei und verschwendest meine Zeit? Ja, wer ist denn das? Oder was macht? Ach, das ist, glaube ich, das Relikt oder was? Stimmt da. Schädellandtier. Der fliegt auf Gegner zum explodiert und wenn er explodiert, kriegst du Lebenspunkte, glaube ich. Plus 20 Zauberschaden steht auch da. Ja. Regeneriere Gesundheit über Schaden. Aha. Und ich hasse, schlecht, ich hasse dich auch, steht da. Also Humor ist schon mal, trifft schon mal. Au, oh, was haben wir denn da? Ein Würfel? Glückswürfel. Den hab ich jetzt auch gedrückt. Daumenfluch der Schlange. Ja. Und so prickelnd. Eigentlich hätte man wahrscheinlich die Armbrust gar nicht nehmen sollen. Du hast jetzt wieder ewig, ich weiß, so overpowered ist für den Anfang. Wahrscheinlich. Also runterhupfen und auf den Boden aufschlagen ist das gleiche wie bei Borderlands. Wenn du hupst, STRG drücken. Ah. Dann schlagt er wieder am Boden auf. So viel Kleben. Das muss ich ändern. Hoffentlich landet einer in einem Idioten. Mach bitte keine Tasse aus meinem Geld. Also die Sprüche sind schon mal gut. Der Thronsaal von Burg Peinstein ist staubig und verdammt herb. Die letzte der Peinblutlinie sitzt auf ihrem alten Thron. Ihre Knochen halten ein staubiges Zauberbuch, als würden sie auf ein Schicksal warten, das sich nie ereignete. Also dieser Ort ist echt mega düster. Ich liebe es. Schnapp dir das Zauberbuch. Hat's geil. Ohne Grummkult wäre ich doch da nicht aufgekommen. Achso, da, ja. Da kommt noch was. Nehmen wir mal das Birkel. Ach, ich weiß schon, was kommt. Ich weiß schon. Okay. Schau nach oben besser. Und schau nach unten. Magiezeit. Mhm. Mit dem Zauberbuch ausgestattet, beherrscht ihr jetzt den Postzauber darin. Eiszauber sind besonders stark gegen Untote. Sie haben kein fettiges Fleisch, um sich zu wärmen. So, wie kommen wir jetzt in die Gruft hinein? Hier muss doch irgendwo ein Eingang sein. Er ist versteckt. Ja, wie war das jetzt? Welche Taste ist der Zauberspruch? Was nicht mitgekriegt? F. Oder welcher, oder was meinst du, welcher Zauberspruch? Wo wir jetzt gerade eingesammelt haben, da. Eiszauber. Die Bodenbretter des Thronsaals wirken vermodernd und morsch. Immun, achso. Ja. Warte, ich muss mal schnell in Tastenbelegung schauen, da, das ist ja. Schmetterzeit! Zauberwirkung F, ja, genau. Achso. Action Skill G. Okay. Machen wir jetzt den anderen Zauber. Ah, stimmt, ja. Wo ist das? Bei Skills wahrscheinlich, oder? Magiehagel. Wo hast du denn das jetzt herausgefunden? Im Inventar. Du kannst statt dem Schädel etwas anderes zu ausrüsten jetzt. Ja, ich nicht. Achso, hast du das auch nicht gekriegt? Nein. Ja, dann nehmen wir jetzt den Neuer. Dass wir wegen etwas Unterschiedliches haben da. Ja, und ich bin ja dann mit seinen Sprüchen dafür zuständig. Die knochentrockene Luft der Gruft steigt euch in die Nase, während ihr euch in die Tiefen unter der Burg hinabstürzt. Sie riecht nach altem Gemäuer und noch älteren Geheimnissen. Ein
Eine Herzogin zu sein ist scheiße. Meine Diener sind scheiße. Und Prophezeiungen? Ich scheiß drauf. Ganz genau, weil sie scheiße sind. Meine Familie folgt seit 6 Generationen dieser blöden Prophezeiung. Die Pines müssen über diese Lande wachen, sonst erhebt sich das große Böse erneut. Weißt du was? Diese Lande sind scheiße. Mir reicht's. Nur noch eine Mahlzeit und ich ziehe in die Hauptstadt. Hm, das Essen ist aber echt gut. Wachen! Holt meinen Vorkoster! Sagt ihm, dass er scheiße ist! Oh. Ich dodge natürlich genau in die Falle. Ist am Boden das Zeug, gell? Ja. Ihr hört ein lautes Grollen und schallendes Gelächter überall um euch herum. Was wir rocken, jetzt müssen wir gleich irgendwo abspringen. Ich hab's gefunden! Ein Grab in einer Gruft! Das perfekte Versteck! Ich komme, mein dunkler Herr! Er wird den Dragonlord wiedererwecken! Das ist das genaue Gegenteil von dem, was wir wollen! Wir müssen da irgendwie rein! Oh, wie wird das gehen? Erhebt euch, Brüder! Wir sind für den... Meine unbegrenzte Macht in deiner Hand und du feuerst ins Blaue! Oh, ich mach Hackfleisch aus dir. Ich hätte einen Gegner und Todflammen. Ich liebe meinen Job. Ich darf noch mehr Todesfälle erfüllen. Höllenmund, öffne dich. Woher hast du überhaupt diesen Zauber? Der Schädel holt mir jetzt schon. Ja. Das ist nur, ja. Der Wildstein leuchtet auf. Ihr spürt seine Magie in eurer Brust, in eurem Verstand, in eurer Seele. Sie fragt, wer bist du? Wohl ein Schicksalsbringer. Das war eine kluge Antwort, Baby! Die geschnitzte Tür zum Grab des Dragonlords zerbröckelt! Das Wiedererweckungsritual hat begonnen! Ich kann dann nicht ernst immer, wenn er so redet. Mensch. Aha, ah, wieder nach unten? Ja, ja, das kämen wir ja irgendwo. Juhu! Hoho, Bosskampf! Ich habe ein spezielles Figürchen für den Kerl. Einen Moment. Werden jetzt einer gehen. Der ergebensten Untoten des Dragonlords erhebt sich vor euch. Es ist Ribula! Initiative Wurf! Erzittere vor Ribula! Ich erzittere nicht. Ich erzittere! Tritt ihm in den Arsch, Neuling! Ich bin schon wieder zu gierig. Oh, ja, bist du fast hin, Mann. Okay. Dein Bursche ist der Aufgabe nicht gewachsen, Dragonlord. Es ist noch Zeit. Ihr könnt den Dragonlord noch wegsperren, bevor er entfleucht. Ein nice Schüdel. Wie elementar. Hast du da was Schönes gerückt? Wir haben eine Konkurrenz drin. Ach so, war ich wieder schneller wie du. Oh, ich weiß nicht, hab ich jetzt den Schild da gekriegt? Ja, ich glaub schon. 75. Dauert ein wenig länger, aber hat mehr. Dann nehmen wir den. Als Müll markieren, genau. So. Achso, ich kann mich auch mal heilen.
Dann schauen wir mal. Ed! Der Dragonlord ist frei, ihr Loser! Finden wir raus, wer böser ist, Dragonlord. Das ist gut. Ja, nein, vergiss es. Komm schon, der Schicksalsbringer besiegt den Bösewicht nicht in der ersten Mission. Dennoch, du bist stärker als deine Vorgänger. Erstaunlich. Erstaunlich. Man sieht sich immer zweimal, Schicksalsbringer. Doch erstmal muss ich einer alten, glitzernden Freundin einen Besuch abstatten. Auf Wiedersehen. Verdammt, er ist entkommen? Wir müssen ihn verfolgen. Ich will diese Bossbeute. Aha, wenn ihr dort Munition umschaltet, dann habe ich Maschinengewehr und ein Scharfschützengewehr. Okay. So. Wo ist er? So. Na, schauen wir mal. Ja. Schild, Schild. Was muss ich sagen, so abspielen? So. Also, du brauchst ein Schild. Na, was hat denn das für Wirkung? Oder Kapazität? Ja, ich schmeiß ihn einfach hier so. Oh, mal nix. Hey, wo bist du hin? Hab ich gar nicht. Maschinengewehr magst du ja nicht, gell? Nein. Na gut, das hat bloß 8 Schaden. Naja, gut. Das, was ich hab, das Maschinengewehr, das, was du umbauen jetzt kannst, auf Front. Schaufschütze oder normal hat 3x4, also 12. Den hab ich schon, den hab ich schon. Naja, Zauber. Ein bisschen Zauber, bist du gesagt. Nein, ist er nicht. Darfst du dir nehmen? Müll. Nein, nicht Favorit, Müll. So. Ja, Müll, so. Schauen wir mal weiter. Das ist Prophezeiung. Ich schon wissen, ob schließt. Wie viele andere mit einem Herz voll Feuer und Träumen von Drachen und Magie. Sie kann nur auf eine Art enden. Mit der endgültigen Niederlage des Bösen. Trotz eurer heroischen Anstrengungen ist der Dragonlord entkommen! Moment mal, habt ihr gehört, was er gesagt hat? Glitzernd? Freundin? Ich weiß, wo er hin ist. Er hat es auf Königin Arschgaul abgesehen. Um Königin Arschgaul über die Flucht des Dragonlords zu unterrichten, müsst ihr quer durch die Wonderlands zur Hauptstadt Prachthuf reisen. Mhm. Hab ich noch Waffen gerückt? Mal schauen. Ein Sniper, oder wie? Schaut so aus. Aber ich glaube, ich habe eher Nahkampfklasse. Ja, ich bin Jäger, also Fernkampf. Aber ich habe auch die Waffen gekriegt. Macht aber erstaunlich viel schon. Ja, schon. Mal meinen Charakterbildschirm schauen, ob man da irgendwas tun kann. Nee, nix. Wo kriege ich meinen Phönix? Irgendwas ich krieg. Dein Pilz? Ah, mein Schwammerl kriege ich, ja, genau. Ding frei, brauchst du keine Heilung? Nein, ich bin voll. Und bei mir steht da, dass du Taften hast. Jetzt bist du voll, ja. Ist. So, das Wasser oder was zieht man da Schild ab? Oh ja. Oh, mein Lagerfeuer. Was grillen? Pickerlaufe. Der ist schon richtig. Ja. Geht da bloß da lang. Ja, nicht darf noch wieder zurückgehen, das haben wir ja schon gehabt. Aber weil wir uns beide nicht mehr erinnert haben. Erst 5 Minuten vorher vorbeigelaufen und dann schon wieder nicht wissen.
Meist haben wir da nicht mehr die Jüngern. Oh. Ich bin gespannt, was noch ein Tutorial kommt. Die offene Welt. Mhm. Oberwelt, aha. Hä? Hast du unten nach, unten rechts unter der Munitionanzeige zwei Zauber? Ja, schon. Ja, irgendwie. Eins ist der Schädel bei dir. Ja. Das andere ist mit G. Ach, okay, ach, ja. Jetzt hat. Ja, du warst im Menü, du Hund. Ja. Ist ja gut. Wonderlands Overworld. Ich bin jetzt gespannt. Ich habe für euch diese große Oberwelt auf dem Tisch aufgebaut. Ja, ist irgendwie leise. PC-Dosen. Mir ritzt gerade so leise da in dem Fenster. So. Aha. Ja, gut. Ja, gut, also. Einen riesigen Schädel. Zuhauen oder sowas kann man nicht, hä? Ja. Die Straße nach Prachthof ist gesperrt. Schätze, ihr müsst durch dieses hohe Gras gehen. Oh je, Pokémon. Ich glaube, es ist dann nicht Zeit. Nicht der Ernst. Ein Scheiß-Typ greift an. Zufallsbegegnung. Ha! Wer wird denn heutzutage noch zum Helden? Im Ernst. Ist doch 1:1 Pokémon. Ich habe nie gespielt. Aber 1:1. Kampf! Griff schon wieder ganz gut. Ich fand schon gescheit theatralisch um. Hast du auch so tolle Skills gemacht, momentan beim Schießen? Naja, über Doppelfeuer oder Vierfachfeuer. Das war knapp. Da ist zu. Was denn, Olli? Komm mal her da, nicht weglaufen! Wie elementar! Und dafür auch nicht daher. Hey. Tod auf Wunsch! Nicht zu Level 3! Oi. Endlich ein wenig Erleichterung! Sammle bitte eine Belohnung ein. Aha. Wo ist die? Ach, da! Ah! Leichte Effekt! Wunderbar, eine Schwider-Sniper. Okay, nehmen wir mal. Hast du einen Sniper zur Not? Na.
Solange ich bloß zwei Waffen halten kann. Aber die Hacke schauen wir mal kurz, oder? Oh, die ist um einiges besser. Ja. Mehr haben wir nicht mehr. Das Skills. Ach, neue Punkte. Und ja, hätte ich wieder fast vergessen. Kann man nehmen, kriegt Chance. Stärke. Ja. Behalten. Habe ich noch keinen Gefährten hab, bereit, da gar nichts machen. Ja. Oh, Schatz, wird mal lang dauern. Ich glaub auch nicht. Ich werde es dann automatisch kriegen, dann. Geh davon aus, ja. Bin ja gespannt, wie der Schwarm mal ausschaut. Auf den bin ich wirklich gespannt. Vielleicht haben sie auch, oder auch einen guten Kommentar drauf. Wollte ich gerade sagen. Vielleicht haut er ja den einen. Oberwelt Abkürzungen für euch platziert. Ihr müsst einfach nur draufhauen. Vielleicht haut er ja den einen oder anderen guten Spruch aus. Ah, jetzt können wir hauen. Gehen wir schnell das Ding da hinten noch hin. Erstmal zuhauen. Du bist auf Dauer. Was? Was hat's gesagt? Haben wir was gekriegt? Nein, das so, ist glaube ich so ein Archivment. 1 von 27 oder was mit, haben wir gefunden. Beuteglück erhöht ist da gestanden noch. Ja. Mhm. Kann ich die Quiz auch zusammenhauen, oder? Ja. Und da das Baguette oder was das ist? Mei, das kann nicht heißer, ne? Das ist schon süß. Haben sie aber interessant gemacht. Es gibt jede Menge versteckte Goodies und Verliese, die man freihauen kann. Oh Mann, das tut so gut. Ich bin ja so froh, dass ihr hier seid, um Spiele zu spielen und meine Freunde zu sein. Davor war ich eine Ewigkeit allein in dieser Höhle mit diesen Häschen und einem Berg von barschmalten Frühstücksflocken. Oh, Tina, warst du einsam? Was? Nein, du bist einsam. Ich hab Freunde. Jede Menge sogar. Hier, sieh dir all die heißen Rattenschaftenhäschen an. Der hier heißt Dimitri Hoppel die Hoppolus und das ist seine Sippschaft von außerhalb. Und warum ticken sie? Ich bin ja so froh, dass du fragst. Sie sind nämlich auch Bomben. Klasse. Freut mich, dich kennenzulernen, Dimitri. Gut, da hab ich jetzt keinen Ton gehabt. Das Traumschleier aus. Was soll das? Wer bist du? Stehst du jetzt hinter mir? Hey, hey, willst du reich werden? Immer. Der Schreiniger mit gut geschützten und vor allem nicht angestochenen Rücken ist für einen alten Gott, der aus der Mode gekommen ist. Ich schätze, wenn wir alle Teile zusammensetzen, gibt es eine tolle Belohnung. Aus Gold. Ich habe bereits ein Teil gefunden und ich weiß, wo noch eins ist. Wenn du es für mich besorgst, können wir die Belohnung teilen. Ich achte auf deinen Rücken. Deinen schutzlosen, abstechbaren Rücken. Wenn jemand von vorne auf dich zukommt wie ein Idiot, klatsch ihm eine. Das ist eine hieb- und stichfeste Taktik. Man weiß nie, wer einem irgendwann den Rücken punktiert. Es ist meist die Person, mit der du am wenigsten rechnest. Du im übertragenen Sinne, nicht du persönlich. Dein Rücken ist bestimmt nicht in Gefahr. Die ganze Gegend ist von Schreinruinen übersät. Auch wenn die Erbauer schon längst vergessen und ihre magischen Kristalle in alle Winde verstreut sind, könnte dich wer oder was auch immer dort verehrt wird, belohnen, wenn du seinen alten Glanz wiederherstellst. Dieser Schrein ist der Göttin Monete geweiht, der Schutzheiligen des Bargeldes. Bei mir steht immer noch da, Tina, willkommen, ihr könnt ihr habt Untertitel. Ja, steht bei mir auch immer wieder mal dort. Warte mal da hinten. Hätte er gesagt, schauen wir erst einmal da hinten hin. Ja, okay. Hm. Na ja, dann lieber doch erst das Ausblick. Hätte ich gesagt.